Deutschland, was geht? Wir fahren jetzt zu Leuten in Köln, also eigentlich zu einer Frau, die sich aber alleine nicht traut mitzumachen, die Thomas vor ein paar Wochen mal angeschrieben hat, dass sie einen sehr speziellen Traum hatte, dass wir ihr, du unterbrichst mich, wenn ich was Falsches sage. Ja, pass auf hier. Also sie heißt Schlabberknack, muss man erst mal Ja, sagen. also auf ihrem persönlichen WhatsApp. Und sie hat gesagt, sie hat geträumt, dass sie mich angeschrieben hätte auf Instagram. Und das ist zu kompliziert zu erklären. Also sie will sich einfach super viele Deutschland was geht Shirts anziehen und dass wir sie filmen. Und sie hat das irgendwie geträumt und hat es mir geschickt und hat gefragt, ob wir das nicht machen können. Gleichzeitig haben wir gedacht, wollen wir nach Düsseldorf fahren, um dort im japanischen Viertel zu filmen und um vielleicht noch ein Plakat aufzuhängen für eine Veranstaltung, die wir in einer Woche machen. Und dann dachten wir, dann können wir das ja alles miteinander kombinieren. Es wird ein Okay, bisschen Leute, also der Plan ist folgender. Wir gehen jetzt zu einer Es wird ein fremden bisschen Person, eine ziehen der ganz viele Chaosfolge. Deutschland was geht T-Shirts an und dann packen wir die mit einer Freundin zusammen, weil sie alleine Angst hat, dass sie umgebracht wird. Ich meine, wir würden auch zwei umbringen, wenn wir eine umbringen würden, glaube ich, aber wir bringen beide nicht um, natürlich. Und die packen wir dann ins Auto, dann fahren wir mit der nach Düsseldorf, plakatieren dort ein bisschen und dann gehen wir mit ihr japanisch essen als Belohnung. Genau. Und jetzt machen wir so eine Transition und wenn ich die Hand wieder rausziehe, sind wir dort, wo die Frau wohnt. Und jetzt sind wir hier, wo diese Frau wohnt, der wir die vielen T-Shirts vielleicht anziehen, die wir aber auf jeden Fall mit nach Düsseldorf nehmen. Ja, hi, hier ist die Hazel und der Thomas. Ah ja, sollen wir runterkommen? Ja, sehr gerne, das wäre doch witzig. Bis gleich. Bis gleich. Japanisches Viertel in Düsseldorf. Düsseldorf oder wie es die Kölner nennen? Düsseldorf. Ah, da kommt sie. Hey. Oh. Hallo. Hi, Hazel. Wie ist dein Name? Anja. Anja, hi. Ich bin die Rosa. Hi. Hi, Rosa. Willkommen. Hallo. Willkommen im Internet. Ah, hallo. Hallo, Guten Tag, Thomas. guten Tag. Jetzt sind wir im Internet. Ja, wer von euch ist denn die T-Shirts geträumt hat? Ich habe die T-Shirts geträumt. Okay. Wann war das? Vor 3,5 Wochen. Hättest du gedacht, dass dein Traum so schnell greifbar wird? Nein, was habt ihr getan? Also. Noch nichts. Aber durch das Wunder Schnitttechnik werden wir in wenigen Minuten etwas erleben. War das dein einziger Deutschland, was geht, bezogener Traum oder hast du da regelmäßig solche Nee, von? bisher der einzige. Ich kann mir fast vorstellen, dass nach diesem Erlebnis die Träume sich häufen werden. Ich auch. Wohnt ihr schon immer in Köln? Nein, ich komme aus Hamm. Und ich aus Lörrach sogar. Aus Lörrach und Ja. aus Hamm! Das ist ja mega geil. Wir sind ja hier da im DWG-Sandwich. Wie war denn für dich die Hamm-Folge? Ja, also ich habe Schlimmeres erwartet bei einer Hamm-Folge. Ja. Wie seid ihr eigentlich von der Reptilienmesse geflogen? Wir sind reingegangen Wurden und dann hat jemand das gesehen, der das nicht gut fand, dass wir das gefilmt haben und hat gesagt, ihr müsst bitte gehen. Wie alt seid ihr eigentlich? Darf ich das fragen? 23. 23 und du? Was schätzt du? Auch Ja, 23. natürlich, ja. Natürlich, wer kennt es nicht? Junge Frauen suchen sich nur nach ihrem Alter aus. Wie viele japanische Kindergärten gibt es in Düsseldorf? Ist eine Schätzfrage. Zum Vergleich, innerhalb von diesem Auto gibt es keinen japanischen Kindergarten, es gibt aber grundsätzlich keinen Kindergarten hier in diesem Auto. Ich habe auch eine japanische Tante, die in Düsseldorf wohnt. Was? Können wir die Lustigerweise. anrufen? Ja, und. Kannst du sie anrufen und fragen, ob sie uns das erklären kann? Auf der Klosterstraße, gibt es unser lieblingstes japanisches Restaurant. Da könnt ihr vielleicht mal probieren. Wie heißt das? Also, wie heißt das genau? Weißt du, wie es heißt? Ah ja. Sie ist weg. Sie Hat hat das aufgelegt. richtig gut gemacht, aber wie, hat sie aufgelegt oder hast du aufgelegt? Ich glaube, das ist das, wo wir hinfahren. Ja, wir haben eine Reservierung um 20 Uhr im Yabase. Vielleicht ist das Das ist das. in der Klosterstraße. Das gilt als das beste japanische.
Isst man das mit Stäbchen? Nee, ne? Ich glaube, also das Flüssige auf jeden Fall nicht. Mit welchem deutschen Gericht würdest du das vergleichen? Brühe mit Nudeln. Brühe mit Nudeln oder wie du es nennst? Ich am Monatsende. Student Life. Ich glaube, der Übergang Student Life und dann so eine Sashimi-Platte, das ist einfach nicht authentisch. Dosteru Deutsch. Dosteru Deutsch. Deutschland, was geht? Ja. Thank you. Dosteru Deutsch. Und jetzt ist das Viertel dann auch bald schon vorbei. Hier gibt es noch einen Running-Sushi-Ort, wo Thomas und ich auch schon mal waren. Um ehrlich zu sein, haben wir einmal in diesem teuren Restaurant, wo wir gerade waren, gegessen und dann wurden wir nicht satt. Uns hat trotzdem so viel gekostet, dass wir dann hier hingekommen sind und uns noch die Bäuche voll gestopft haben. 8. Juni 2019, Hörsaal 3A in Düsseldorf, Beginn 20 Uhr. Karten in der Buchhandlung Lehmanns. Tja, Anja, weißt du, was jetzt kommt? Ich vermute es, ich vermute es. Ich sehe mit einem T-Shirt fetter aus als du jetzt. Jetzt kommen wir zu einer Männergröße L. Ah, wie angegossen.